Inischewsk, in der zu Russland gehörenden Republik Udmurtien, brach in einem Artilleriewaffendepot in der letzten Nacht ein Großfeuer aus. Nachdem sich bereits mehrere Explosionen ereignet hatten, wurden mittlerweile nach Informationen von Russia Today etwa 30.000 Bewohner und Soldaten aus ihren Wohnungen evakuiert. In ersten Meldungen hatte die Menge der evakuierten Personen noch bei 12.000 gelegen. Ischewsk ist ein wichtiger russischer Waffenproduktionsstandort. Michael Kalaschnikow entwickelte hier das auch nach ihm benannte, weltbekannte Schnellfeuergewehr AK-47. Zum Brand gab ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums bekannt, dass es bisher noch keine Todesfälle wegen des Brandes gegeben habe, da die Evakuierung der Umgebung sofort anlief. 300 Feuerwehrleute, 3 Löschzüge und 4 Flugzeuge seien an den Löscharbeiten beteiligt gewesen. Wegen der Explosionsgefahr seien auch Roboter im Einsatz. Eine Kommission zur Untersuchung des Unfallhergangs sei bereits von der russischen Armee auf die Reise geschickt worden.